Blub, blub, da blubber man ist da. Heute gibt's was Besonderes für mich. Erstmal Grüße an die Shisha-Raucher in den USA und hier in Deutschland. Von Hayes. Hey man, der soll nach Mango und Tamarind schmecken. Was das ist für eine Geschmacksrichtung, weiß ich nicht, muss ich mal gleich rausschmecken. Vom Schnitt zeige ich euch. Seht ihr? Fein. Rauchfertig, nass genug, nicht zu nass. Und vom Geruch. Rieche ich die Mango raus. Und dann irgendwas Erfrischendes. Eine frische Note. Wie so ein Spermien-Kaugummi, so eine Richtung. Ich habe soweit alles vorbereitet. Heute mit meinem MIGMO in der Tiger Ball. Dann nochmal einen Tonkopf, der Kaminaufsatz, drei Blick Kokos. Ich rauche mal vor euch an. Und kann ich sagen, wenn mir der Geschmack ist und könnte auch sehen, die Rauchentwicklung. Wie ihr schon sehen könnt, super Rauchentwicklung. Vom Geschmack schmecke ich die Mango raus. Dann, was ich gerochen habe, das Erfrischende, so ein Spermint-Geschmack, aber nicht zu stark. Beides sehr schön. Für den Sommer, schätze ich, wäre der Tabak sehr gut, sehr erfrischend. Eine klare Kaufempfehlung von mir. Und für knappe 30 Euro. Kostet die Dose für manche zu teuer, aber wenn man was anderes rauchen möchte, was angenehm auch zu rauchen ist, ist optimal. Das war's auch dann für mich für heute. Bis dann, euer Blubbermann. Dann grüße ich noch den Marvin von Frau Shisha Essen, der mir diesen schönen Shot gegeben hat, dass ich den euch mal zeigen durfte. Und dann den Abu Jawa, mein Admin. Meine Abonnenten, meine Fans auf YouTube, besucht meinen Kanal. Bis dann, euer Blubbermann. Ciao!